Grüß Gott, Frau Minister. Hallo, Herr Kellerer. Wir stellen gerade bei uns im Heft das neue Kulturlandschaftsprogramm vor. Und da sind jetzt bei der Bearbeitung der Themen sind da noch ein paar Fragen aufgetaucht. Grundlage für das neue KULAB sind auch die neuen Bestimmungen der GAP. Halten Sie diese Bestimmungen auf europäischer Ebene für nachhaltig? Ja, unbedingt. Das war eine klare Bedingung, Nachhaltigkeit ein Stück weit mehr für den Klima- und Naturschutz zu tun. Das war die Grundbedingung, um das finanzielle Niveau, die Ausgestaltung zu halten. Und deswegen war es ja auch allen wirklich ein großes Anliegen, dass wir das möglichst dann auch so gestalten, dass die Gelder in Gänze für die Landwirtschaft erhalten werden und dass das natürlich dieses Geld auch unseren Bäuerinnen und Bauern zur Verfügung steht. Dass das Geld erhalten bleibt, das ist natürlich wichtig. Aber sind die Bestimmungen der EU jetzt im Sinne einer landwirtschaftlichen Produktion nachhaltig? Auf alle Fälle. Also wir haben es ja auch dargelegt. Es war ja auch immer im Übrigen ein Wunsch unserer Landwirte. Ich habe das auf jeder landwirtschaftlichen Veranstaltung erlebt, dass Bayerns Bauern gesagt haben, wir wollen ja Nachhaltigkeit und wir leisten da schon sehr viel. Gerade Bayern hat ja sehr viel schon getan in den letzten Jahren für Nachhaltigkeit, für mehr Umwelt- und Naturschutz. Und diese neue GAP zwingt jetzt alle europäischen Mitgliedstaaten da mitzumachen, noch nachhaltiger zu werden und vor allem im gemeinsamen Kanon. Nachdem auf europäischer Ebene jetzt die Dinge breiter schon geregelt sind, also Winterbegrünung und solche Geschichten, sind die Regelungen im KULAB jetzt natürlich viel spitzer geworden. Können Sie schon abschätzen, ob weniger Landwirte teilnehmen werden und ob es Flächenverluste geben wird? Nein, also ich finde, das kann man so nicht abschätzen. Aber was entscheidend ist, ist ja, dass unsere Landwirte ja in hohem Maße auch von diesen Ausgleichszahlungen und Direktzahlungen profitieren. Und man kann heute schon sagen, dass es ca. 50% des Einkommens ja ausmacht, dass man genau ganz gezielt hier diese Gelder auch abruft und diese ja wiederum einkommenswirksam sich darstellen in den Bilanzen unserer Bäuerinnen und Bauern. Und deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass hier ein großer Teil der Bauernschaft auf 50% Einkommenswirksamkeit verzichten. Und ich denke auch, dass die meisten bereit sind, diesen Weg mitzugehen und hier auch dieses KULAB wieder neu beantragen. Wenn man sich diese Vielzahl der Bestimmungen und diese Vielzahl der Angebote anschaut, kann man das am Landwirt wirklich noch zumuten? Wir werden alles dafür tun, dass auch unsere Ämter eine ordentliche Beratung geben können. Wir werden verschiedene EDV-Programme auch zur Berechnungsmöglichkeit geben. Diesen Rechner gibt es ja jetzt schon für die Direktzahlungen. In Kürze wird das Ganze auch fürs KULAB auch gegeben sein. Man sieht dann hier sehr, sehr schnell, wie viel Gelder kann ich mir wo abrufen, ob ich jetzt über die Eco-Schemes eingreife und abrufe oder dann eben über die zweite Säule, über das Kulturlandschaftsprogramm. Und auch da haben wir uns wirklich große Mühe gegeben, dass wir gerade bei den Zukunftsthemen auch die Unterstützung geben können, dass wir über die Gelder, die zur Verfügung stehen, dass wir sagen, okay, in den Bereichen Tierwohl oder vielleicht auch Klimafestigkeit für die Zukunft, mehr Gefahrenversicherung, dass wir all diese Themen auch zur Möglichkeit zum Abruf geben. Was passiert eigentlich, wenn jetzt ein Landwirt sagt, mir ist das alles wurscht, ich stelle keinen Antrag mehr. Was muss er denn dann an Auflagen noch einhalten? Wenn jemand sagt, er möchte die erste und die zweite Säule gar nicht abrufen, dann ist das zwar sein gutes Recht, er verzichtet damit natürlich auch auf pures Geld, muss sich aber natürlich an Fachrecht genauso halten. Ob Pflanzenschutz oder Düngeverordnung, das bleibt ja damit also völlig unbeachtet. Das muss man natürlich auch in Zukunft einhalten. Vielen Dank, Frau Minister. Ich glaube, das ist eine ganz gute Ergänzung zu den fachlich tiefgehenden Inhalten, die wir ja auch gemeinsam mit Ihrem Haus erarbeiten. Sehr gerne.